Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video und zwar zu einem, ja, recht späten, nachträglichen 300 Abonnenten-Special. Inzwischen sind es, glaube ich, 320, wenn ich es richtig sehe. Ja, war ein bisschen, das ging dann auch ein bisschen schnell. Also ich habe meine 300 ja geknackt und am Tag danach, noch bevor ich da viel reagieren konnte, kam dann eben ein Offline-Raid vom lieben Herr Zockbot. Er sei an dieser Stelle nochmal recht herzlich gegrüßt. Und ja, da kamen dann auch nochmal mehrere Leute auf meinen Kanal, was mich sehr freut. Und ja, jetzt möchte ich mal was zeigen, was ich tatsächlich schon seit sehr langer Zeit als Möglichkeit für ein Abo-Special im Hinterkopf habe und was vielleicht auch den einen oder anderen interessieren könnte. Und zwar habe ich mal in der Vergangenheit, es ist jetzt auch schon einige Jahre her, da habe ich mich mal an einem eigenen Spiel mit Hilfe des RPG Makers 2000 versucht. Das war damals noch gut gewollt, aber schlecht gekonnt, weil es das erste Mal war, dass ich mich so richtig damit befasst habe. Ich habe hin und wieder mal minimal reingeschaut, aber der erste Versuch dann auch wirklich was Größeres auf die Beine zu stellen war das, sage ich mal. Ich habe es dann aber relativ schnell bleiben lassen, aber das, was ich geschafft habe, was dann doch auch so ein bisschen über die Maker-Standards hinausging, da bin ich schon ein bisschen stolz trotzdem drauf, aber es war auch noch vor den Zeiten, wo ich dann wirklich auch letztendlich Entwickler wurde. Also das ist wirklich schon einiges, ja, einiges an der Zeit her und jetzt will ich es aber gar nicht mehr auf die Folter spannen. Ich starte es jetzt einfach mal. So. Wer den RPG Maker kennt, dem fällt jetzt als erstes schon mal auf. Ich habe das Startmenü ausgetauscht und das funktioniert auch alles. Also ich kann hier auch Laden drücken, funktioniert. Ich kann Starten drücken, ich kann Beenden drücken. Was habe ich dafür genutzt? Ich habe dafür ein Auto-Enter-Patch genutzt. Sprich, das ist ein User-Patch gewesen, der hat dann als allererstes quasi direkt zack, Enter gedrückt und damit das Spiel gestartet. Und das hier ist quasi die erste Karte, wo quasi die erste Heldengruppe drauf startet, die dann eben auf unsichtbar gestellt ist und ja, entsprechende Events drauf gelagert sind und Bilder, die dann eben noch so wabern und so weiter und so fort. Ihr versteht da schon, worauf das hinausläuft. Und eben dieser Ladescreen, normalerweise kannst du das Lademenü nicht aufrufen, auch da ist eben ein User-Patch genutzt worden, der eben dann hier reingebastelt war, dass ich das eben so machen kann. Ich glaube, bei Beenden aber auch irgendwas, dass dann ein CMD-Befehl aufruft, der das Ganze hier abwirkt. Irgendwie so. Ich habe die Details tatsächlich nicht mehr im Kopf und ich habe es jetzt auch seit Jahren tatsächlich nicht mehr gestartet. Aber ich starte es jetzt einfach mal und es ist auch noch aus einer Zeit, wo ich gerade so meinen damaligen dämlichen Nicknamen im Internet beiseite gelegt hat und dann eben auf den jetzigen übergegangen bin, wobei ich damals noch zwei Versionen hatte. Also damals war das so, mal hieß ich Wirbelwind, mal hieß ich Wirbelsturm und da war das also noch nicht so gefestigt wie jetzt. Deswegen werdet ihr gleich dann auch eben den Wirbelwind sehen. Aber gut, jetzt starten wir erstmal. Wie soll die Textbox aussehen? Ganz normal, hölzern oder etwa als Stein? Ja, da habe ich mich so ein bisschen von einem anderen Spiel inspirieren lassen. Ich glaube, ja, ich glaube, es könnte Vampire Stone gewesen sein, da wurde es auf jeden Fall gemacht. Kann aber auch sein, dass es noch bei anderen auch gemacht wurde. Und ja, das sind jetzt die Einschränkungen vom Maker schon merkbar. Sonst könnte man natürlich, wenn das, ich sag mal, eine richtige freie Programmiersprache wäre, könnte man hier natürlich auch sagen, sobald man auf so ein Ding drauf zeigt, sieht man dann auch die entsprechende Textbox und uiuiui, ist das hier laut? Ich muss mir das mal leiser drehen für mich. Eieiei. Und ihr seht schon, ich habe hier auch so ein bisschen
Effekte im Hintergrund, je nachdem, falls man sich zu lange hier drin aufhält, dass das dann so ein bisschen anfängt zu schneien und mal Regen und Tag und Nacht und Pipapo. Aber egal, wir gehen jetzt einfach weiter mit der normalen Textbox und natürlich wollen wir das Intro sehen. Und jetzt beginnt dann langsam der Fremdscham von meinem früheren Ich, aber egal, wir starten es einfach mal. Vor 400 Jahren hat ein dunkler Magier einen schrecklichen Drachen beschworen, um die Welt zu unterwerfen. Ja, ich war noch sehr jung. Und nun erwache, mein mächtiger, du mächtigster aller Drachen, Balbartus. Wer hat mich beschworen? Das war ich. Nun höre mir gut zu und gehorche. Doch leider konnte er den Drachen nicht beherrschen. Wie kommst du darauf, dass ich dir gehorche? Stirb, du elendiger Wicht! Da geht's schon weiter, dann merkt man die nächsten Einschränkungen vom RPG Maker. Der kann keine Halbtransparenzen, zumindest standardmäßig nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eventuell einen User-Patch gäbe, mit dem sowas hier dann möglich wäre. Aber deswegen sind so Feuereffekte halt auch gar nicht so einfach darzustellen und das sieht man hier halt doch sehr. Und so kam der Drache in unsere Welt und versetzte die Bewohner in Angst und Schrecken. So, dann wollen wir mal. In was für einer grässlichen Welt ich diesmal doch gelandet bin. Und diese Menschen meinen, sich über alles andere stellen zu können. Zeit für ein wenig Chaos zu sorgen. Vielleicht begreifen diese Menschen dann, dass sie nicht das Ein und Alles sind. Ja, wo kommen auf einmal die Menschen her? Es war gerade niemand auf der Straße, aber na gut. Wirbelwind Presents, ja. Legende des Drachen. Ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Und hier der Versuch von sowas wie einer Weltkarte oder so, aber dann irgendwie doch nur so halbherzig, nur für diese Intro-Sequenz da gewesen. Und ich war jung. Ich war jung und ja, ne? Jung und dumm oder ja, vielleicht nicht gerade dumm, aber ihr wisst, wie ich meine. Was war das für ein seltsamer Traum? Das war doch dieser Drache aus der Überlieferung. Was hat das zu bedeuten? Mein Opa hat mir mal erzählt, dass Träume manchmal auch als Visionen dienen. Ich glaube, ich sollte ihn mal aufsuchen und deshalb fragen. Sicher weiß er Rat. Er wohnt im Haus neben mir. Oder Opa wohnt im Haus neben mir? Ja, und da jetzt geht's gleich weiter, weswegen ich es auch so ein bisschen hab bleiben lassen. Sowas wie diese HP-Leiste da oben, die gibt's eigentlich auch nicht. Die habe ich auch selber eingefügt. Die hat aber tatsächlich gerade nur 10 Zustände. Ihr müsst wissen, der RPG Maker hat eine sehr geringe Auflösung. Das seht ihr hier auch schon. Deswegen, und auch weil es unglaublich ätzend wäre, das darzustellen im Maker, dass du jedes einzelne Prozent, sag ich mal, siehst, da bräuchtest du nämlich 100 Ifs für 100 einzelne Prozente. Ich habe es dann bei 10 Zuständen belassen, glaube ich. Das nur an der Stelle dazu und ich glaube, es war jetzt ein paar Mal mein WhatsApp im Hintergrund zu hören. Egal. Huch, was macht denn der Mantel hier? Ich nehme ihn mal mit. Ein Mantel erhalten. Ja. Und auch hier. Willkommen im Pausenmenü. Hier haben Sie die Möglichkeit, Charakter-Items zu benutzen, Fähigkeiten zu benutzen, Charaktere auszurüsten, zu speichern, sowie das Spiel zu beenden. Achtung, wenn Sie das Spiel hier beenden, geht ungespeicherter Fortschritt verloren. Achtung, wenn Sie zu schnell nacheinander ins Menü rein und rausgehen, spinnt es. Ach Gott. Ja, wen haben wir denn in der Gruppe dabei? Einen Mark, ja. Ja, den ersten Charakter habe ich noch umbenannt. Den dritten glaube auch. Den zweiten, den hatte ich noch auf dem Standardnamen, mit dem Standard-Chipset. Das war, glaube ich, der Brian, wenn ich es recht im Kopf habe. Aber ja, Items. Hier können Sie Ihre verschiedenen Items blättern. Oben rechts erkennen Sie, auf welcher Seite Sie sich gerade befinden. Geldbörse. Null Taler. Ja.
Und wie kommt man zurück? Das wurde mir nicht erklärt und schon kann ich nicht mehr hoch runter blättern. Also es hat nur so halbherzig funktioniert. Und jetzt komme ich ins Menü. Cool. Geil. Ich hab's direkt kaputt gemacht. Cool. Ich hab's direkt kaputt. Und ich muss jetzt auch echt mal ganz, ganz dringend meinen Browser schließen. Tschüss. Sonst nervt uns das WhatsApp-Web jetzt noch ein Weilchen. Okay, dann machen wir Folgendes. Also, wie gesagt, ich war damals noch jung und nicht gut und, ganz normal, hölzern, bla, normal, Intro ansehen, nein, wir kennen das Ganze. So, zack, 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 ja, so, den nehmen wir wieder mit, so. Und dann haben wir wieder hier Achtung und überhaupt. Aber speichern müsste gehen, ja, speichern geht, easy. Dann kommst du wieder hier raus und, Fertigkeiten, da haben wir jetzt noch keine, mit Escape kommst du zurück. Eigentlich, wir landen jetzt irgendwie im Rüstungsmenü, warum auch immer. Eine kurze Erklärung, okay, je weiter er unten ist, desto besser sind die Verteidigungs- bzw. Angriffswerte. Und, es gibt für jede Art von Rüstungen, Gegenständen zwei Seiten, habe ich mir damals wohl überlegt. Das ist... Ich glaube, ich weiß auch so ein bisschen, was das Problem war, dass es vorher gespackt hat. Oh cool, ich komme nochmal auf Helme hoch, geil. Die Überlegung war nämlich, dass ich eigentlich Menüpunkte, die es nicht gibt, überspringen wollte. Und dann bin ich aber vorher in einem gelandet, den es aber gab. Und ja, aber ihr seht, ich habe hier zwischen Rüstgegenständen und Items, die man zum Beispiel benutzen kann, wie Tränken oder so, damals mir überlegt, du machst da einen Unterschied rein, einen leichten Unterschied. Und ja, es war nicht so schön umgesetzt. Egal. Ich wollte eigentlich auch hier die Rüstung ausrüsten, hier den Mantel. So, wen möchtest du ausrichten, zerrüsten, zack, ihn hier und irgendwie ist er weg und das Zuseite irgendwas da unten, das spinnt auch so ein bisschen zu, z. Ach Gottchen. Aber ich meine, dass da mal Seite richtig stand. Also so blöd bin ich ja dann auch nicht gewesen, dass ich das nicht richtig hinbekommen hätte. Keine Ahnung, warum das jetzt rumspackt, aber na gut. Auch hier noch keine Ahnung von Map-Gestaltung, von Mapping. Man merkt wirklich, es war der erste Versuch, sag ich mal. Aber für, so über dieses Prozentmenü da oben, das funktioniert nämlich wirklich, diese Anzeige hier oben links, die funktioniert nämlich wirklich. Und eben eigenes Pausenmenü an sich, aber auch eigenes Startmenü und so. Also was ich geschafft habe, für meinen damaligen Wissensstand, sag ich mal, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ich will hier nicht lang. Ja, wieso unsichtbare Wände oder so setzen? Nö, der Charakter, der hat da einfach keinen Bock zu. Das kann man ja auch machen, ne? Und hier dieses Haus hier, ich weiß gar nicht mehr, was drin war. Aber ich erinnere mich, dass man das passen konnte, was hier drin war. Ich habe keine Ahnung. Ach Gott, ja. wollte ich noch irgendwas, wann was hinmachen, aber ich habe mir dann auch irgendwie so... Huch, wie bin ich denn hier hingekommen? Seltsames Haus. So als erster Platzhalter, bis ich irgendwie eine Idee hatte, dann hier so Schwachsinn reingesetzt. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch, dann an einem späteren Event eben dieses Haus hier blockiert. Dass, falls ich es vergesse, dass diese Blamage hier nicht so offensichtlich ist, sag ich mal. Und klar, hier. Upi hat natürlich das beste Haus, das dickste Haus in diesem kleinen, man kann ja nicht mal Dorf dazu sagen. Ich weiß nicht genau, was es sein soll, aber wir gehen mal zu Upi. Und ich speichere gerade mal nochmal, weil ich euch was zeigen will. Ich meine, ich hatte hier damals so Test-Events gesetzt, irgendwo hier um diese Körbe rum, wo ich dann Enter drücken musste. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber... Ich meine... Nee, die gibt's nicht mehr. Echt? Okay. Weil ich dachte eigentlich echt, ich hätte hier so Test-Events gehabt für verschiedene Statis, Gift und sowas. Zum Testen. Weil ich dann nämlich das Bild oben entsprechend vorhatte einzufärben. Dass dann irgendwie das Bildchen grünlich war und solche Geschichten. Aber scheinbar habe ich das echt weggenommen. Okay. Ah! Was? Hä?
Okay, hier sieht man schon ein Test-Event für einen späteren Charakter, alles klar. Aber ja, das war so mein Haus, um quasi, das war auch so ein bisschen mein Haus, um eben, ja, diese Eigenentwicklungen zu testen. Oh Gott, habe ich das Bett ja, was habe ich denn hier falsch eingestellt? Eieiei. Okay. Na gut. Reden wir nicht weiter drüber, okay? Reden wir nicht weiter drüber. Aber gut, was auf jeden Fall ist, also wenn ich ihn jetzt von hier rechts anspreche. Hallo Mark, du siehst besorgt aus. Komm, setz dich zu mir und erzähl mir, was los ist. Zack, dann läuft er auch drumrum und setzt sich. Hätte ich ihn von oben angeredet, hätte er sich auch dahin gesetzt und hätte ich ihn von hier direkt angeredet, wäre er halt hier sitzen geblieben. Ich hatte heute Nacht einen seltsamen Traum. Darin habe ich gesehen, wie der dunkle Magier vor 400 Jahren den Drachen beschwor. Du willst wissen, was es damit auf sich hatte, habe ich recht. Nun gut, ich will dir erzählen, was meine Vermutung ist. Diese Geschichte hat mir mein Vater erzählt. Er lebte damals mit seiner Familie zusammen in einem einsamen Haus oben, hoch oben in den Bergen. Was war das? Das klang fast wie der Drache, aber was hat er hier zu suchen? Hallo, alter Mann, ich war sehr verwundert, als ich gehört habe, dass du noch lebst. Ich denke, du weißt, was ich von dir wissen will. Ich werde dir niemals verraten, wo es ist. Hörst du? Niemals! Dann wirst du jetzt sterben. Ich werde es auch ohne dich finden, egal wie lange es dauern wird. Nicht zu voreilig. Ein Glück, es hat geklappt. Jetzt muss ich den Stein nur noch verstecken. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, falls der Drache freikommt. Und schon gar nicht, was passiert, wenn er es findet. Was auch immer es ist. Ich hatte da tatsächlich noch gar keinen Plan, was es sein sollte. Ich habe so mir überlegt, ich hatte so diese Anfangsidee eben mit diesem Drachen, der es scheiße findet, dass sich quasi die Menschen über alle stellen, so als ob sie es ein oder alle wären, alles wären. Und so dann so nach und nach kamen dann die anderen Ideen. So, aber ich hatte hier tatsächlich noch keine Idee, was dann dieses S sein sollte. Und was dieser Drache eben sucht. Aber na gut. Dann will ich den Stein doch mal in die versteckte Kammer legen, auf dass er nie gefunden wird. Habe ich das also nun also richtig verstanden? Dein Opa hat den Drache also in einen magischen Stein verbannt. Schön und gut, aber was genau soll das nun mit meinem Traum zu tun haben? Du erinnerst dich doch noch daran, dass ich dir einmal erzählt habe, dass Träume Visionen sein können. Es könnte also sein, dass du eine Vorahnung in Form eines Traums hattest, dass der Drache wieder auf Erden wandeln wird und immer neu nach dem zu suchen, was er damals gesucht hat. Und wann wird sich zeigen, ob du mit deiner Vermutung recht hattest? Ja, innerhalb der nächsten Woche. 5 Tage später. Ein bisschen random gewählt die Zeit, aber na gut, was soll's. Ja, ich... hier haben wir ein erstes, noch relativ offensichtliches Secret, sag ich mal. Ne? Ein Geldbeutel liegt hier. Mal schauen, was drin ist. 225 Taler, warum auch nicht. Der Boden hier sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber na gut. Zack, und ich speichere mal nochmal. Saven. So. Ja. Das ist, nun gut. Und es ist hier eine spieltechnische Entscheidung gleich, wofür ich mich eigentlich so ein bisschen schäme, wo ich aber damals schon überlegt habe, soll ich das machen oder nicht. Und ich habe es dann aber doch gemacht, weil es eh noch ganz am Anfang quasi ist. Man kann hier, wenn man Pech hat, sterben und ich mache einfach mal. Was war das? Oh mein Gott, er ist tatsächlich wieder da. Ich muss sofort den anderen Bescheid sagen. Ja, man hat hier nämlich ein Zeitlimit und dementsprechend habe ich hier aber auch keine Secrets jetzt versteckt während dieser Wegrennsequenz. Aber es gibt dafür... Naja, okay, den kann man auch nicht anreden. Oh nein, das nicht das noch, wo ich sowieso schon in Eile bin. Ja, diesen Kampf hier und die Zeit stoppt nicht in diesem Kampf. Man sollte hier einfach nur drauf donnern, aber der Wolf, der ist ja auch nicht gerade schlecht im Ausweichen. Und wenn man da ein bisschen Pech hat, dann kann man hier schon recht gut verkacken tatsächlich.
Wolf stirbt, was gar nicht stimmt. Da habe ich noch das Vocabulary vom RPG Maker 2000 nicht entsprechend angepasst gehabt. Dann kann es ja weitergehen. Nein, er rennt nur vor einem weg. Wir töten hier nicht. Nein, ist schon gar keine Tiere. Nee, der rennt einfach vor einem weg. Das passt dann schon. Komm schon. Auf die letzte Sekunde. Und auf einmal ist das Zeitlimit weg. Warum auch immer. Aber ich habe ja einen recht netten Effekt. Je nachdem, wie nahe man dann dem weiteren Verlauf kommt, sag ich mal, wird es lauter. Aber jetzt, ne? Da war das erste. Und hier ist ein Secret. Dass man so gut wie gar nichts sieht. Man sieht hier so ein bisschen das Schwarze links oben beim Baum rausgucken. Man kann hier in eine kleine geheime Höhle rein. Und kann hier ein bisschen was finden. Das Sprung-Event funktioniert. Ich speichere mal lieber nochmal. Da wird sich jetzt auch zeigen, dass eben dieses Pausenmenü quasi eigentlich ein Teleport ist. Oh, hier liegt ein Schwert herum. Ich nehme das wohl besser mit. Es könnte noch nützlich sein. Ein dünnes Schwert gefunden. Okay. Und zwar merkt sich das Spiel die Koordinaten und die Karte, auf der man sich befindet. Und man kann dann eben den Schwert, Brian ausrüsten. Den haben wir noch nicht mal in der Gruppe. Da fehlt eigentlich eine If-Abfrage drum rum. Meine Güte, du altes Ich. Du warst aber auch echt dumm. Na gut. Aber damit schon die Bestätigung. Ich habe den zweiten Held auf dem Standardnamen belassen, auf dem Brian. Es ist tatsächlich der Standardname vom zweiten Held. Und es wird wieder lauter. Macht die Kämpfe jetzt nicht, weil die noch relativ egal sind. Hier war also auch schon. Hoffentlich ist das Dorf nicht zerstört. Wobei, ich muss nach dem Dorf sehen. Ja, wir können jetzt nicht zurück. Er ist zu geschockt. Wir können jetzt nicht zurück. Wir müssen jetzt gucken, dass alles in Ordnung ist. Kommt der Wolf vielleicht noch her? Wolfi? Nein? Na gut. Ich hoffe, das funktioniert noch alles, aber okay. Müsste eigentlich. Oh nein! Du solltest besser hier verschwinden, sonst wirst du auch noch angefackelt. Was hast du getan? Dieses Dorf war meine Heimat. In diesem Dorf lebte der Sohn eines Mannes, der mich einst verbannt hat. Die Menschen hier müssen sehr stolz darauf gewesen sein, einen Nachkommen hier zu haben. Deshalb mussten sie sterben. Ah! Das ist doch kein Grund, außerdem wusste davon niemand was. Das ist egal und nun entschuldigt mich. Ich habe ein Portal zu suchen, ne? Ich sollte Richtung West zur Hauptstadt gehen. Richtung schreibt man groß, du Depp von damals. Naja, gut. Jetzt sind plötzlich die ganzen Häuser zusammengestürzt und zufälligerweise die Eingänge blockiert, weil ich nicht noch irgendwie zerstörte Innereien von den Häusern machen wollte. Also das ist, so kann man sich natürlich auch sparen. Ich muss Richtung Westen. Okay, dann musst du halt Richtung Westen. So. Hier ist die eigentliche Hauptkarte, wo man durch den Berg durchlaufen kann. Okay, na gut. Das Gebiet ist erst ab Level 5 betretbar. Dein Level reicht nicht aus, um in dieses Gebiet zu betreten. Ist okay, dann halt nicht. Und hier die Hauptstadt, ne? Hier so dieses mini kleine Dorf und dann die Hauptstadt. Ja, schon größer, aber auch nicht so groß wie im Vergleich auf der Weltkarte. Aber na gut. Egal. Wir gehen da mal rein. Wir speichern nochmal, weil hier habe ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen Details eingebaut. Je nachdem, also man kann hier, ich spoilere euch das mal, man kann hier weitere Charaktere mit in die Gruppe bekommen und je nachdem, wie man die Leute hier im Dorf anredet, ob man die schon dabei hatte oder nicht oder pipapo, reagieren die eben anders. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja, ganz nett. Deswegen speichere ich hier, um das auch zu zeigen. Oh Mann. Und dann gehen wir hier mal rein, Mann. Kommst immer in fremde Häuser ohne anzuklopfen? Entschuldigung, ich gehe schon mit. Ja. Die alten RPG Maker Probleme, dass die Textbox, man hat da keine Anzeige, ob man schon aus der Textbox rausgeschrieben hat oder nicht. Deswegen, wenn man da nicht jede Textbox einzeln testet, dann konnte sowas sehr leicht vorkommen tatsächlich. Was ein bisschen schade ist, aber lässt sich eben nicht vermeiden. Verschwinde!
Ja, gut, meine Güte, dann geh ich halt. Oh, sieh hier, oh Gott, ja. Oh Mann. Ich bin eine Prinzessin. Ja, natürlich. Und ich bin der Prinz von Persien. Hey, das ist ja super. Lass uns heiraten. Dann sind wir Prinz und Prinzessin. Ich glaube, ich muss los. Ich bin eine Prinzessin. Ja, okay. Er sagt noch dasselbe. Okay, da habe ich also keinen Trigger eingebaut, ob man das schon mal hatte. Alles klar. Wusste ich es nicht. Na gut. Wie gesagt, das ist ewig her. Also, ich weiß auch nicht mehr alles. Okay, man kann nicht stehlen oder so, okay. Einkaufen, verkaufen, verlassen, okay. Bogen, ist mir egal, vielleicht ein andermal. Habe ich das eingebaut? Kein Zutritt! Ja, ist ja schon gut. Hey, dich kenne ich doch von unterwegs in Düsterburg. Das bekomme ich ständig zu hören. Du glaubst gar nicht, wie das nervt. Also tu mir den Gefallen und hau ab. Ich gehe ja schon. Anmerkung, unterwegs in Düsterburg rockt. Ja, ich habe es auch schon Let's Played, war eines meiner ersten Let's Plays. Dementsprechend auch noch mit, ja, vergleichsweise sehr miserabler Qualität. Aber es ist ein cooles Spiel. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, muss man auf jeden Fall sagen. Und wie gesagt, waren meine Let's Play Anfänge unterwegs in Düsterburg, aber ja, sehr cooles Spiel. Ich habe keine Lust, mich mit dem komischen Kotz zu unterhalten. Wow, du singst gut. Danke sehr, Singen ist meine Leidenschaft. Ist okay, und hier haben wir einen Typen, der so ein bisschen, glaube ich, aussieht wie Wallner, ne? Der sieht doch auch so ähnlich aus wie Wallner, aber andere Haarfarbe, wenn ich es recht im Kopf habe, ne? Wow, cooler Style, man. Danke, deiner ist auch nicht schlecht. Danke, man. Hör auf mit dem Man. Entschuldigung, man. Noch einmal und ihr vergesst mich. Ich gehe wohl besser, man. Au. Ja, er hat einem eine reingehauen. Und das macht sich auch in der HP-Leiste bemerkbar. Also wir haben jetzt tatsächlich Leben verloren. Ach stimmt, ich habe hier keine Detailanzeige. Aber ihr könnt es mir einfach glauben, wir haben tatsächlich eine reingehauen bekommen und Leben verloren. Also es gab auch negative Effekte, so meine Überlegung. Und der Typ hier blinzelt ganz komisch. Und ich glaube, der Wakat hat sich sogar ganz komisch verbaut im Chip- oder Char-Set, so direkt mit der Bar noch. Aber bei ihm kann ich es dahinter, okay? Okay. Kaufen. Ah, Heiltränke, alles klar. Verlassen. Zeitverschwendung. Ja. Dim, dim. Im Inn. Was geht da drin? Die, da ist sicherlich noch zu, Mann. Da könnten wir halt pennen. Möchtet ihr hier, nur 20 Taler pro Nacht, ne? Möchtet ihr hier übernachten? Ja! Nein! Wieso schreien wir? Dann wann anders? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Na, ich weiß es nicht. In den Kisten ist nichts drin, Mann. Und ich war, wie gesagt, halt echt schlecht im Map-Design. Oh meine Güte, Mann. Es ist so lächerlich, wie das alles aussieht. Na gut. Kleine auf der Bühne ist echt süß. Ja, sie ist wirklich süß. Welche Kleine? Okay. Was willst du? Ich wollte nur fragen, ob hier irgendwas Seltsames vorgefallen ist. Naja, da war plötzlich so ein seltsames blaues Vieh im Himmel. Ist aber auch gut möglich, dass ich mal wieder zu tief ins Glas geschaut habe. Nun gut. Wir wissen es natürlich besser. Er meint den blauen Drachen, ne? Stör mich bitte nicht. Einfach angenießt. Und auch hier können wir einfach so da nach da hinten. Aber nach da unten geht nicht. Das ist, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich war damals sehr jung. Ich war echt schlecht. Und was macht Santa Claus hier? Ach, keine Ahnung. Willst du was trinken? Nein, danke. Dann verzieh dich. Kundenfreundlichkeit wird hier wohl nicht groß geschrieben, was? Ist ja keiner, wenn du nichts trinkst. Also mach einen Abflug. Ja, es geht aber trotzdem auch freundlicher, ne? Das zu pokern? Nein, danke. Pokern ist nicht mein Ding. Vor allem, wenn man schon sehen kann, dass er mogelt. Ja,
Tut mir leid, aber nur das Personal darf auf die Bühne. Oh, Entschuldigung, bin schon weg. Dann sind wir halt schon weg, man die dam. Und dann bleibt noch ein Haus hier mal übrig und da gehen wir jetzt einmal hinein. Was meinst du, sollen wir deswegen unternehmen? Ich denke, wir sollten uns Verbündete suchen, herausfinden, was der Drache vorhat und ihn dann, wenn wir da was wissen, zur Strecke bringen. Hey, was hast du hier zu suchen? Du hast uns doch nicht etwa belauscht? Entschuldigung, dass ich nicht angeklopft habe. Ich wollte mich nur erkundigen, ob euch irgendwas Merkwürdiges aufgefallen ist. Ihr müsst wissen, mein Heimatdorf ist gestern von einem Drachen in Brand gesetzt worden. Dieser meinte noch irgendwas von einem Portal suchen oder so. Deswegen suche ich jetzt nach Hinweisen. In dem Fall sollten wir uns, denke ich, zusammentun. Immerhin haben wir dasselbe Ziel wie Ziel. Was meinst du, Schatz? Ja, von mir aus. Kami und Puan sind der Gruppe beigetreten. Ich denke, zuerst einmal sollten wir uns bei den Krabben am Strand südlich von hier ein wenig trainieren und uns dann eine bessere Ausrüstung zulegen. Ja, meinetwegen auch das. Die Box im Hintergrund viel zu breit. Ja, viel zu breit. Okay. Aber ich sind sie auch hier in der Gruppe und auch mit entsprechendem Klassenzeichen von wegen Magie und Schwert und Pipapo, ne? Na, möchtest du mitkommen? Ist nun in der Lage, ihren Kater zu Hilfe zu rufen. Ist okay. Wenn dir dein Leben lieb ist, gehst du da nicht runter. Angst? Ich gehe ja schon wieder zurück. Ja, es ist... Na gut. Ich sag da nichts zu, aber tatsächlich, ne? Hau bloß ab! Bäm! Dachtest du, ich hau noch mal, noch mehr was? So put hab ich auch wieder nicht. Hey, sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Das bekomme ich ständig zu hören. Du glaubst gar nicht, wie das nervt, nur weil ich da mal mitgespielt habe. Also tu mir einen Gefallen und hau ab. Ein freundliches Weib. Unterwegs in Düsterburg rockt. Ja, die Anmerkung gibt's so oder so. Meine Prinzessin. Ja, natürlich, und ich bin der Prinz von Persien. Sag doch nicht sowas, sag doch nichts. Sowas nicht? Bah. Nicht, dass dir... Ach so, da fehlt ein Komma. Sag doch nicht sowas. Nicht, dass dir die Irre nachher hinterher rennt. Ach, lass das kleine Mädel ruhig Prinzessin spielen. Hey, ist ja super, dann lass uns heiraten. Dazu sind wir Prinz und Prinzessin. Ich glaube, ich muss los. Geschieht dir recht. Theoretisch wäre es natürlich auch witzig gewesen, wenn ich jetzt dann einen Trigger gesetzt hätte, dass er einem jetzt hinterherläuft, aber nee. Nee, man muss es auch nicht übertreiben, ne? Stimmt, in den Pub könnten wir noch rein. Ich glaube, da gab es auch noch spezielle Events, wenn wir die jetzt dabei haben. Kleine auf der Bühne ist echt süß. Bah, Männer. Aber du musst zugeben, dass sie wirklich süß ist. Dafür machst du mich gerade sauer. Bin ja schon ruhig. Geht doch. Ach je. Was willst du? Ich wollte nur fragen, ob hier irgendwas Seltsames vorgefallen ist. Ja, das blaue Hiefig da am Himmel, aber könnte auch sein, dass ich zu tief ins Glas geschaut habe. Okay, das nicht. Stör mich bitte nicht. Na dann halt nicht. Und wem gehört dieser Fisch? Wer ist diesen Fisch hier eigentlich? Und wer hat das hier gesoffen? Also, keine Ahnung. Ferkel. Entschuldigung, das war keine Absicht. Ich kann auch nichts dafür, wenn ich erkältet bin. Aber was macht denn so ein hübsches Ding wie du hier in so einem miefigen Pub? Lass bloß die Finger von ihr. Ach, ist das hier deine Freundin? Mann, bist du ein Glückspilz. Ach je. Tut mir leid, nur das Personal darf auf die Bühne. Oh, Entschuldigung, bin schon weg. Ich will nicht wissen, was du gerade vorhattest. Und ich will besser nicht wissen, was du gerade von mir denkst. Bist du pokern? Nee, danke. Vor allem nicht, wenn man sehen kann, dass er mogelt. Mit wem pokert der denn? Ja, wahrscheinlich mit denen, die er schon abgezogen hat, ne? Na gut. Ach halt, vielleicht sollte ich auch noch mit dem Papptypi hier reden. Vielleicht, ne? Willst du was trinken? Nein, danke. Dann verzieh dich. Ja, bist ja keiner. Ja, ist okay. Ist okay. Ich fand schon damals halt, das sind so nette Details, wenn man sowas einbaut, dass es eben unterschiedliche Reaktionen gibt. Fand ich damals schon nett. Und ja, hatte das dann dementsprechend auch vor einzubauen. Zeitverschwendung. Nun gut, was haben wir hier? Ah, ich glaube, ich weiß, was kommt. Wow, du singst gut. Ja, sing mit meiner Leidenschaft. Oh, sieh mal, Boy, eine Schleimspur. Wo die wohl herkommt.
Hey, guck mal, Brian, das sieht dir echt ähnlich. Mag sein. Aber sein Modegeschmack lässt zu wünschen übrig. Hey, das hab ich gehört. Oh Mann, ey. Okay. Nichts special hier. Alles klar. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja, ganz nett. Habe ich hier noch irgendwo was? Kommen Sie immer in fremde Häuser, ohne anzuklopfen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Entschuldigung, ich gehe schon wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ja, klar, wir haben bei den beiden vorher auch nicht angeklopft. Wer weiß, was da hätte alles passieren können, ne? Aber na gut. Verschwindet. Ich meine, es bin jetzt nicht nur ich, der solche Anspielungen baut, ne? Das gibt's auch in offiziellen Nintendo-Spielen, nur um das mal anzumerken. Ich meine, jetzt gerade mal hier. Loaden. Das gibt's auch in offiziellen Nintendo-Spielen tatsächlich. Ich sag nur Legend of Zelda Link Between Worlds. Gab es eine Szene, wo man eben. Ja, ich habe hier jetzt nochmal extra neu geladen, weil ich glaube, hier gab es sogar noch eine dritte Möglichkeit. So. Ich glaube, die beiden sind auch gar nicht so verkehrt, deswegen, weil man jetzt ja eh noch trainieren muss, das war vielleicht auch so ein bisschen mein Gedanke dabei. Ja. Und das geht jetzt mit der Dreiergruppe auf jeden Fall einfacher. Als alleine. Und zwar, glaube ich, habe ich bei ihm hier. Wow, cooler Style, man. Wenn man das macht, während man die dabei hat, dann ist auch nicht schlecht. Danke, man. Hör doch auf mit dem Man. Entschuldigung, man. Noch einmal und ich vergesse mich. Ich gehe wohl besser, man. Au. Selber schuld. Ja, genau. Das wollte ich euch noch zeigen. Also, an die Details erinnere ich mich halt so ein bisschen. Das ist tatsächlich, an die Details erinnere ich mich ein bisschen. Aber hier kommen wir nicht mehr nahe. Nee. Ja, genau. Wir können jetzt nämlich trainieren gehen. Und zwar hier unten. Das war vorher irgendwie auch nicht betretbar. Und wie können wir trainieren? Indem wir, bei einem schlecht eingestellten Chipset, wo er einfach mal hier schnurgerade, ins Wasser übergeht und nicht irgendwie so ein bisschen gründlich oder so. Ihr wisst, wie ich meine, also schlecht zu erklärbar. Und wieso ist die Wasser hier? Wieso sprudelt es hier raus? Und was macht dieser Standardheld hier auf dem Boot, dieser Alex? Was soll das? Alex ist der erste Standardheld des RPG Makers, für diejenigen, die es nicht wissen. Nee, wie trainieren wir hier? Ganz einfach, indem wir arme, hilflose Krabben hier, ne? Krabbe erscheint. Technik? Kann ihn nur nix. Okay. Fertigkeit? Kann er nur nix. Aber wir können den Kater rufen. So. Zack, zack. Damit kann man sich natürlich auch nochmal leichter machen, wenn man das weiß. Ihr habt den Kampf gewonnen, Erfahrung und Taler gefunden und Level 2 erreicht. Jaha. Und jetzt diese Krabbe hier, das ist nämlich auch das Fiese. Wir wissen jetzt nicht, dass wir sie schon erledigt haben, aber die hier können wir noch erledigen. Krabbe erscheint. Ich mache jetzt einfach Autokampf. Ich meine, es sind zwei. Man hätte das wahrscheinlich allein noch irgendwie hinbekommen. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich damals gar nicht so wirklich getestet. Aber, in der Gruppe geht es auf jeden Fall einfacher. Eis gelernt, okay. Zack. Noch einen. Einfach mal erledigen. So. Ihr habt den Kampf gewonnen. Level up. Sehr schön. Zwei gibt's sogar noch. Okay. Ja, wir brauchen Level 5. Ich glaube, dann ist auch schon fertig. Ich glaube, viel mehr gab's dann schon sogar gar nicht. Aber, ja. Nee, alleine wäre es auch möglich gewesen. Stimmt, ich habe es, glaube ich, sogar wirklich getestet. Deswegen kriegt man zufällig diese 20 Taler. 20 Taler braucht man nämlich, um in dem Pub drüben zu übernachten, haben wir ja, nicht im Pub, im Innen zu übernachten, haben wir ja gesehen. Und dementsprechend hätte man, wenn man es alleine gemacht hat, einen Kampf gerade so geschafft und hätte dann im Pub übernachten können, um sich wieder voll zu heilen, den nächsten Kampf machen zu können und so. Also es wäre ätzend gewesen. Es wäre ätzend gewesen, aber möglich. Wollen wir noch mehr üben wollen, sollten wir nochmal neu herkommen.
Ja, wie kommst du jetzt darauf? Wieso? Ja, ganz klar, die Events, die sind dann respawned und wir können einfach nochmal neu hier, zack. Habe erscheint. Oh Mann. Wenn Katzen kratzen mit ihren Tatzen, dann bringen die Krabben zum Weinen. Okay, aber wir müssten es dann langsam Level 5 haben, ne? Das müsste es dann langsam drin sein. Ich habe den Kampf gewonnen, super schön, sehr schön, toll. Was für ein Grindgame habe ich da nur gemacht. Zumindest anfangs, ne? Also das ist ja unglaublich. Ihr habt den Kampf gewonnen. Aber auch nicht so schlimm. Also es gibt da schon schlimmere, ne? Und ich glaube, man musste sogar Enter drücken, wenn man auf der Ding drauf war, oder? Nee, okay, muss man nicht. Aber erscheint. Jetzt habe ich schon so viele Krabben bekämpft und habe nie darauf geachtet, ob man Enter drücken musste oder nicht. Ja. Und wieso habe ich die ganzen Soundeffekte hier nicht? Sollte denn nicht eigentlich ein Bestätigungseffekt kommen? So ein Düm-Düm-Düm oder so? Egal. Aber man sieht auch die HP-Leisten, sie funktionieren. Ja, sie funktionieren. Ja, okay, wir sollten nochmal neu herkommen. Okay, cool. Habe ich da eigentlich auch das Level dran irgendwie? Nee, man sieht nicht mal das Level der Charaktere. Weißt du, da geht's schon weiter. Eieiei. Ich hatte damals echt keine Ahnung, ne? Unglaublich, unglaublich. Aber wie gesagt, es ist jetzt schon auch echt Jahre her, also viele Jahre. Ich weiß nicht wie viele, aber 8 mindestens, wenn nicht sogar noch schon zweistellig. Ich habe keine Ahnung. Na gut. Ja, unserem Hauptcharakter, dem geht schon ganz, ganz mies, aber wir können ja mal ins Inn gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich da was eingebaut habe, irgendwie an Sequenz oder so, aber gehen wir doch einfach mal hin. 20 Taler pro Nacht? Ja. Ja! Entschuldigung, ich muss das ja natürlich schreien. Guten Morgen. Und schon sind alle wieder geheilt. So, habe ich eigentlich was zu dem Statuen hier irgendwie? Nee? Nee. Dann schauen wir doch mal. Dein Level reicht nicht aus, um dieses Gebiet zu betreten. Anscheinend schon. Oh Mann, ey. Und plötzlich sieht das Wasser ganz anders aus. Denn das ist hier als Hintergrund eingebaut. Und das andere war eben vom Chipset. Aber mit dem Boot wollen wir nicht fahren, okay. Gott, ey. Eieiei. Damals fand ich es cool. Jetzt finde ich es Fremdscham. Aber na gut. Dadurch, dass ich eben auch viele RPG-Maker-Spiele auf meinem Kanal bringe, weil ich diese Art Spiele doch feiere, bietet es sich das dann auch doch an, das auch als Abo-Special mal zu bringen. Lust auf eine Kreuzfahrt nach Antakle? Nur 50 Taler, ne? Aber es gibt dann kein Zurück mehr. Ja. Gerne doch. Aber es ist wichtig zu sagen, geht dann nimmer zurück. Wir haben schnelle Schifffahrten. Wir sollten zuerst die nächste Stadt aufsuchen und nach Infos fragen. Ach, habe ich doch schon ein bisschen weitergebaut. Das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Das wusste ich jetzt echt nicht mehr. Und schon wieder sieht das Wasser anders aus. Ziemlich, ziemlich flott ist es unterwegs, das Wasser. Ihr könnt nicht mehr zurück. Ja, ich schon, aber ihr nicht. Ja, okay. Schon fies. Hatte ich hier nicht irgendwie... Ich weiß nicht, aber... Ich wusste nicht mehr, dass ich weitergebaut habe, aber jetzt, wo ich hier diese Umgebung hier sehe, habe ich irgendwie diese Vermutung, dass ich hinter einem Baum... hier beim Zaun. Dass ich da ein Event versteckt hatte. Oder was heißt versteckt? Man musste es triggern und ich glaube, das kommt jetzt auch. Ich höre da was. Spinne erscheint. Mir kommt eine Idee. Hat mehrfach Schuss gelernt. Ja, genau. Genau. Und kann nicht mehr nutzen, weil du den Bogen nicht ausgerüstet hast. Das
war eigentlich so die Alternative zu, wenn man diesen Kater da nicht mitgenommen hat, dann, zack. Dann hat man hier trotzdem irgendwie ein AOE zum Nutzen. So, den Kampf gewonnen, zack, Talor, sehr schön. Was war das denn? Oh, diese Technik habe ich mir gerade ausgedacht, aber nicht mehr genutzt. Na, ziemlich wirkungsvoll, was? Ein Vergleich zu meinem Kater. Ja, genau. Da spreche ich sogar noch an. Okay. Eieiei. Ja, das ist, ein unglaublich cooler Weg. Unglaublich cool. Und unglaublich leer wieder befüllt hier. Eieieiei. Dim. Okay. Erst ab Level 15 betretbar. Ein Level reicht nicht aus für das Gebiet. Okay. Da kommen wir nicht rein. Okay, wow. Da kommen wir auch nicht rein. Ah, seht ihr, ich habe zwar weitergebaut, aber nicht viel weiter. Okay. Das erklärt einiges. Okay, alles klar. Dieses Gebiet ist erst ab Level 20 betretbar. Dein Level reicht nicht aus. Ja. Ich würde mal sagen, das war's dann damit, ne? Also, mehr gibt's nicht zu sehen, mehr gibt's nicht zu zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Pausenmenü auch wie im Startmenü dann irgendwann so Flammeneffekte drin hatte oder so, aber ja. Genau. Das war's auf jeden Fall mit meinem kleinen Fremdscham-Spielchen, das ich mal angefangen hatte. Als Abo-Special, falls es den einen oder anderen interessiert, was ich so vor Jahren in, ja, meiner jüngeren Zeit, sag ich mal, gemacht habe. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Video. Fandet es vielleicht auch ganz interessant. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gern könnt ihr mir auch was in die Kommentare schreiben. Das würde mich auch sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich doch hoffentlich bei einem anderen Video. Wenn ihr Bock habt, würde mich auch sehr freuen. Und macht's noch gut. Ciao, ciao.